So. Gucken wir hier noch irgendwo. Nee, nicht wirklich. Ich auch immer noch nicht. Habe ich mit dem eigentlich schon geredet? Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine... Als ich zuletzt nachgesehen habe, da sind... Haha. wieso? Da sind keine Offiziere. Sie könnten... Komm wieder, wenn du... Ach so, stimmt. Ich gehe da mal wieder. Oh. Mach das... Bäh. Was war mit ihm hier? Spielt der nicht auch? War da nicht was? Entschuldigung. Hm, was willst du? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Die Katze von der Donner rasieren. Rasiermesserfisch haben wir. Ich werde schon bald... Verzieh dich. Ich komme auf dich zu. Was auch immer. Gut, okay. Wo ging das eigentlich nochmal? Zum Doc. Gadget Shop. Gibt's hier noch irgendwas, was ich nehme? Nee. Kann ich beim Doc noch irgendwas machen? Ich bin ein Honk. Ich brauch doch gar kein Eis. Na! Wie war das mit gefrorener Erde? Na, wer ist denn das? Abubudubububu. Na holla. So jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli.
Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Ja super, und jetzt? Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Hm. Jetzt komme ich nicht mehr dran. Das blöde Vieh. Riechen es jetzt aus der Tiefkühltruhe? Voll bescheuert. Was habe ich denn jetzt gemacht? Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Na, jetzt habe ich es eingefroren. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Sehr schön. Kalt! Ja gut, ist ein Eisblock. So, ein Schnabeltier haben wir. Sehr schön. Was brauche ich denn die Elektroden hier? Nur noch das Nest. Warte mal. Die waren doch alle in Bellevue, oder? Warte mal, ich guck mal gerade. Das mit Abstand coolste Schnabeltier der Stadt. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Erdschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Okay, das ist das Erdschnabeltier. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Okay, das ist das Schnabeltier. Haben wir noch so ein Nester? Ist auch noch eine Tür. Warte mal gerade. Ich geh mal hier gerade was gucken. Wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Was haben wir denn hier alles? Brot. Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Was? Crane, der Dichter? Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Ist geil, ist alles aufgemalt. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Ja, aber... Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Aber nicht. Warte mal gerade. Wo ist denn das? Faden, Kohle, Brot. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal.
Ich brauche Brot. Verdammt. Er braucht Brot. Ich lese es, ja. Und du hast Brot. Ja, aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Perfekt. Oh, warte mal, dann geben wir ihm mal die anderen Nachrichten auch. Vielleicht hat er den Krempel ja auch. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche den Faden? Tja, dann brauche ich ihn wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Ach, wie einfach. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Kohle, also auch die Kohle. Nur zu, sie gehört dir. Und zuletzt nehmen wir noch das Wasser. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo. Ich brauche Wasser. Tja. Was auch sonst. Da geht das Wasser. So, gut. Dann stecken wir mal alles ein, was wir hier so haben. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Ich dachte, ich könnte jetzt alles nehmen. Hey, Finger weg! Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebensnotwendig. Ich sagte, Finger weg! Warum sagen das immer alle? So, das ist der Faden. Das Brot. Was haben wir hier noch? Und da ist die Kohle. Aber Asche von der Mutter, das ist natürlich passend, weil dann können wir das oben einfüllen, um die Hose zu bekommen. Hey, das ist die... Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebensnotwendig. Ich sagte, Finger weg! Warum sagen das immer alle? Ich nehme den Seagull dazu, dass er noch eine Memo schreibt. Ach, Kerzenmemo haben wir ja sogar, guck mal. Haha. Hab ich vergessen. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr. Also, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Ja, dann nehmen wir alles mit. Danke für die Kerze. Und danke für die Urne. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Mir doch egal. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. So, haben wir noch irgendwas? Ihn könnte ich noch mitnehmen? Nee. Ja, gut, dann probieren wir das doch mal aus. Asche von der Mutter. Dann gehen wir hier mal nach oben. Nee, warte mal. Quatsch. Wie komme ich denn noch? Achso, ich muss von ihm innen drin aus hoch, glaube ich, gell? Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Mit dem Faden vielleicht? Wo haben wir den? Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Kann ich das mit dem Haken? Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Hakengedöns. Guck mal, hier an der Öse, oder? Der Haken passt perfekt in diese Öse. Jetzt muss ich nur noch einen Grund finden, warum ich das tun will. Und los geht's. Ja, die Hose hier halt. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Ich frage mich nur gerade für was, aber gut.
Was war denn das jetzt? Nichts passiert. Ach, stimmt. Das Ei muss ja fliegen vom höchsten Punkt aus. Glaube ich, war das nicht so? Ausreichend gespannte Windhose mit Ei. Ja, warte mal, kriege ich die... Ja. Mit dem Staubsauger wieder hier raus, oder? Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Magere Ausbeute. Nein. Von... Sollst du das Ding wieder zumachen? Ja, siehst du, es ist nämlich weiter oben. Haha. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann... Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Haben wir irgendwas zum Schneiden? Ja. Genau. Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Da fliegt's. Wow, eine makellose Sausebahn. Da kann ich die Hose. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Ja, ich muss ja noch hier den Köcher bauen. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Genau. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Genau, deswegen nämlich. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das einfange. Das komische Vieh jetzt. Warte mal. Das schwirrt nämlich jetzt hier oben rum. Kriege ich das in das... Ah, ich weiß. Ich habe doch Brot. Ich das da reinlege. Komm, Schnabli. Schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Ja, da kommt's. Tschüss. So, und jetzt mit dem Kescher eingefangen, oder? Komm, Schnabli. Ha, ich hab's. Einwandfrei. So läuft's. So, jetzt muss ich nur gucken. Marktplatz, wo war denn das jetzt? Das war hier. Oder das ist Flugschnabel. Ja, genau. So. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Oh, jetzt guckt's aber auch wirklich böse. So, erste haben wir eingesetzt. Oh, hier, wie auf die Hose macht hier der Kleine. Nach oben. Nee, da brauchen wir nicht mehr hin. Ich muss jetzt irgendwie gucken. Warte mal, wir haben Kohle und eine Kerze, aber die ist nicht an. Wie kriege ich denn die Kerze an? Kann ich das Erdschnabeltier einfach hier reinsetzen? Geht das? Nee, ne? Wird nicht hinhauen, ne? Du musst das auftauen. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Doch, es gibt ein Nest zu bewachen. Ja, funktioniert. Schon irgendwie drollig. Das ist auch süß. Voll böse. Sehr schön. Schnabeltier Nummer 2.